Zweck von der Stiftung Futur ist, junge Unternehmungen, die wirklich ganz am Anfang sind, möglichst fixe Kosten zu vermeiden, dass nicht ein grosses Ansack um den Kopf haben, oder? Und weil es gibt genügend Probleme, oder? Sie brauchen einen Pult irgendwie, sie haben einen Bildschirm und dann brauchen sie eine IT, schnelle Verbindungen im Prinzip. Es braucht im Winter eine Heizung, es braucht mal irgendwie etwas aufräumen, putzen, machen, oder? Und schliessen. Das sind alles Sachen, die halt anfallen, oder? Logischerweise. Und das macht eigentlich Futur in sich, oder? All diese Infrastruktur stellt die Stiftung Futur im Herzen der Altstadt von Rapperswil zur Verfügung. Und zwar gratis. Im Haus Herrenberg 35 können Jungunternehmende ihre Idee vermarkten und hoffentlich zum Fliegen bringen. Auf diesem schwierigen Weg ist natürlich jede Hilfe willkommen. Als frühes Start-up hat man meistens noch nicht die finanziellen Mittel, um sich so ein Büro zu leisten. Und das sind doch erhebliche Kosten, die dann anfallen. Und darum sind wir unglaublich dankbar, dass wir hier die Büroräumlichkeiten von der Futur haben. Aber Futur ist ja nicht nur Büroräumlichkeiten, sondern sie bieten noch viel, viel mehr. Es hat ein Coaching-Netzwerk, das wir nutzen dürfen. Unglaubliche Hilfe, die wir dort bekommen von ganz, ganz vielen sehr erfahrenen Leuten aus ganz vielen Kreisen, aus verschiedensten Bereichen der Wirtschaft. Und da sind wir extrem froh, als frühes Startup, um hier die Hilfe zu bekommen. Bevor überhaupt ein Startup gegründet werden kann, braucht es Ideen. Und vielversprechende von denen gibt es nicht weit weg vom Haus Herrenberg, nämlich auf der anderen Gleisseite, gerade am See, bei der Ostschweizer Fachhochschule. Gute Ideen sollten aber weitergetrieben werden und nicht irgendwo in einer Schublade verschwinden. Darum unterstützt die Stiftung Futur den Technologietransfer. Innovative Produktideen mit klarem Potenzial zur Vermarktung werden jährlich mit einem Preis ausgezeichnet. Ein Challenge für Dozierende, aber auch für die den Sieger küren müssen. Der Prozess ist relativ einfach. Es gibt eine Ausschreibung, die wird aufgearbeitet durch die Hochschule eigentlich nachher. Und dann ist die Jury, besteht aus irgendwie 5-6 Leuten. Der Rektor ist von Amtes wegen dabei etc. Und wir sind etwa 4 von uns, vom Stiftungsrat. Und wir brauchen wirklich einen halben Tag, vom 8. bis 12. meistens, um die Preise, die da reinkommen, zu analysieren und zu sagen, das ist wirklich das Beste und das ist das Zweitbeste. Ja, einen zweiten Preis eingeführt, weil es immer blöd geworden ist. Zwischen dem ersten und zweiten, ja, der oder der. Dann gesagt, jetzt machen wir doch einfach einen zweiten Preis, oder? Und das hat jetzt noch etwas gebracht. Und mit dem Innovationspreis haben wir eigentlich probiert, an die Öffentlichkeit zu bringen, was in der Ostin alles innoviert wird. Und das ist also für mich immer wieder überraschend und gigantisch, wie viele Produkte, wie viele Serviceleistungen, was da innoviert wird in dieser Hochschule in Rapperswil, oder?